Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Need for Speed Payback. Ja, ist wieder soweit. Neue Infos sind raus und heute geht es um die Cops. Aber bevor wir dazu loslegen, kurze Info noch. Diese Woche gibt es auch ein bisschen weiteres neues Gameplay zum Spiel, da ich ja jetzt auf morgen bei der Gamescom ein wenig aufnehmen darf. Und da werdet ihr dann noch ein bisschen neues, freshes Gameplay zum Spiel sehen. Und wer das Ganze dann noch live sehen will, der kann gerne am Donnerstag um 14 Uhr auf meinem YouTube-Kanal reinschalten. Da gibt es einen schönen Need for Speed Payback-Stream. Da darf ich live von der Gamescom, von der Messebühne da streamen. Wird richtig, richtig fett, denke ich mal. Und ja, den Link zum Stream findet ihr in der Videobeschreibung. Könnt ihr schon mal vorbeischauen. Wie gesagt, Donnerstag, 14 Uhr geht's da ab. Aber ja, kommen wir jetzt mal zum Thema. Ja, Ghost Games hat neue Infos rausgehauen zu den Cops. Ja, das ist natürlich so ein Thema. Da sind sehr viele, sehr skeptisch drauf zu sprechen, weil, drücken es lieber aus, liebevoll aus, Need for Speed 2015 hatte beschissene Cops. Das war keine Cops, das war ein bisschen, ja, das war noch nicht mal Spazierfahren. Das Spazierfahren war in Most Wanted mit der Stufe 1 Cop. Also bei Need for Speed 2015 musst du die wirklich mitschleifen. Also du musstest die zwingen, fahr bitte mit mir mit, bring dich nicht um, mach keine Scheiße. Ich brauch das Kopfgeld, weil ich sonst in dieser einen Story-Gedönse nicht mehr weiterkomme. So, hat also viele abgefuckt. Mich unter anderem auch, weil, wie gesagt, hat nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Und das hat Ghost Games auch gemerkt. Wäre traurig, wenn nicht. Sind wieder zu den Wurzeln zurückgegangen. Weil bei Need for Speed 2015 war es so, ja, wir wollen möglichst realistisch Cops abbilden. Ist an sich cool, aber so ein Action-Rennspiel langweilt. Dementsprechend gibt es hier so ein bisschen Hau-drauf-Methode aller Need for Speed Most Wanted, was ich aber ziemlich cool fand, weil Need for Speed Most Wanted hat immer nur die ganzen Polizei vorgesacken. Auch wenn man überlegen muss, die KI damals war auch nicht gut. Aber es waren halt einfach viele Cops. Da konntest du halt nichts gegen machen. Wenn die Scheiße bauen, dann bauen die halt zusammen Scheiße in dich hinein. Ja, deswegen ist das Ziel wieder im neuen Need for Speed Payback, dass wir rasante Verfolgungsjagden haben und nicht mehr diese gechillten Cops, die mit 50 km/h dahin cruisen sollen. Die wollen halt wirklich als einziges Ziel dich platt machen. Das ist das Hauptziel. Nebenbei, kurzer Side-Fact, ja, die Cops sind auch wieder platt machbar, weil bei Need for Speed 2015 konntest du die nicht kaputt machen. Das geht jetzt wieder. Dementsprechend, wenn euch ein Cop zu lange auf den Sack geht, einfach reinfahren und die Kiste schrotten. Ja, auf jeden Fall, die Cops sind jetzt ein bisschen intelligenter, passen sich auch an deine Geschwindigkeit an. Wenn du schneller fährst, dann werden die auch versuchen, da schneller zu interagieren, zu schneller, sagen wir mal, intervenieren, oder wie heißt das Wort nochmal, einzugreifen. Ne, nimm das einfach einzugreifen. Das andere Wort wäre zwar cooler und ein bisschen intellektueller gewesen, aber in dem einzugreifen. Und versuchen sich deswegen an seine Geschwindigkeit anzupassen und dann eben auch Teammanöver zu machen. Die Jungs fahren nicht immer nur noch strunzdoof alleine, sondern die versuchen auch Teammanöver, heißt zum Beispiel, dass sie dich einboxen wollen, dass sie eben sich vor dich stellen, einer links, rechts noch einer und dann eben ausbremsen, um dich dann eben festzuhalten. Das sind so unter anderem Manöver, die sie machen wollen. Auch, wie gesagt, natürlich ans Heck fahren, die Karre rumdrehen und sonstigen. Das soll alles mit drin sein. Die Cops interagieren ein bisschen mehr miteinander. Und wie gesagt, das Hauptziel ist halt einfach, dass sie deine Karre zum Stillstand bringen. Deswegen werden die auch ein bisschen rabiater losgehen, was ich halt ganz gut finde. Und dafür gibt es dann unterschiedliche Cop-Typen, die wir haben. Also unterschiedliche Cop-Fahrzeuge oder Cop-Einheiten, nennen wir es mal. Da haben wir als erstes erstmal den Crown Victoria, der Ford Crown Victoria, das typische amerikanische Polizeifahrzeug. Also wenn man an ein amerikanisches Polizeifahrzeug denkt, ist, denke ich mal, der Crown Victoria bei jedem direkt im Kopf. Und das ist halt so der Standard-Cop im Spiel. Der taucht halt auf, sobald der Folgenstag losgeht oder sonstigen, ist das der erste Cop, der einschreitet, um, sagen wir mal, dich zu stoppen und das Ganze so schnell möglich zu beenden. Der hat auch ein paar Manöver drauf, die können also auch sowas wie einboxen und sowas. Natürlich sind die von der Geschwindigkeit nicht zu krass, also die kannst du mit einem ganz schnellen Fahrzeug, kommst du denen schnell entkommen. Die greifen halt, wie gesagt, nur am Anfang ein bisschen ein, um da ein bisschen, ich sage mal, zu schlichten. Wenn es aber dann schneller wird, ne, dann kommen die anderen Kollegen ran, dann hat die Polizeieinheit nämlich nochmal vom Fortune Valley, nämlich in Dodge Charger SRT8. Das ist ähnlich wie der Crown Victoria, ist er von der Interaktion her, aber hat den Unterschied, das Ding hat mehr Bums. Heißt, wenn du schnellere Fahrzeuge fährst, kommt das Ding auch mit und hat natürlich auch ein bisschen mehr Kraft, kann also dementsprechend auch nochmal ein bisschen mehr auswirken, wenn es dir in die Karre fährt. Ansonsten bist du da schneller fahrunfähig oder wirst eben schneller außer Gefecht gesetzt. Dafür ist es gut. Aber, ja, jetzt sagen wir natürlich, ey, ich fahre einen Lamborghini, ne? Was will der Charger SRT8 denn dann noch machen, ne? Ja, dann hat die Polizeieinheit was ziemlich Cooles und ich finde auch geil, dass das Fahrzeug wieder als Cop-Einheit drin ist. Das erinnert mich auch schon wieder ein bisschen an Most Wanted, muss ich sagen. Nämlich die Chevrolet Corvette. Ja, wenn es komplett eskaliert, dann darf die Polizeieinheit nämlich die Chevy Corvette holen. Ich weiß noch gar nicht, wie das funktioniert, ob da irgendwie ein Fahndungslevel-System ist, wie Most Wanted, dass du hier Stufe 1, Stufe 2 und sowas hast und das hochgerankt wird oder nach einer Zeit oder sonstigen. Dazu steht im Artikel und allem noch nichts drin. Ich weiß also noch nicht, wie das Polizeisystem funktioniert, wie du auch entkommen kannst und sowas, weiß ich auch nicht.
Mich würde nicht wundern, wenn das ein bisschen Richtung Need for Speed Unwanted ging, weil das war vom System her super. Also das hat funktioniert, wie es sollte. Und ich denke mal, das wird dann dementsprechend in Richtung gehen. Also wenn es komplett eskaliert und du halt immer noch am Entkommen bist und die einfach nicht hinterherkommen, dann holen die Fortune Rally Cops nämlich ihre Corvette raus. Und das ist so das schnellste Kopffahrzeug, was sie zur Verfügung haben, eben zur Jagd eben auf Lamborghinis und allem Pipapo, Königseck und denen auf den Sack zu gehen. Klar, nicht ganz realistisch, ein Königseck zieht dem immer noch weg, aber es ist immer noch ein Action-Rennspiel, deswegen die Corvette kann auch mit dem Königseck mithalten. Beziehungsweise dank Upgrades wird das sowieso möglich sein, also dementsprechend setzt die Polizei eben Corvette C7 ein, um dich eben dann zu stoppen. Ja, und wenn es dann immer noch nicht reicht, dich zu stoppen, weil irgendwie dann 200 Kopf so nicht rumschwirren und du es immer noch schaffst zu entkommen, dann kommt eine Polizeieinheit wieder, von der wir alle in die Vosvimos Wanted damals richtig Schiss hatten, weil jedes Mal kam der tolle Funkspruch: Achtung, Rino auf dem Weg. Und die Rinos sind zurück und die räumen im Trailer mal so krass auf. Der Rino im Trailer ist komplett am Eskalieren. Dem ist scheißegal, dass eigene Cop-Einheiten vorne sind. Der rasiert da einfach komplett durch den Verkehr durch. Das ist im Trailer total krank, wie das Ding da einfach durchhackt. Absoluter Wahnsinn. Die Dinger sind nicht schnell, also sie müssen erstmal auf Geschwindigkeit kommen, aber sie sind eben gefährlich. Einerseits, weil sie eben extrem stark sind, sehr, sehr viel Kraft haben und auch selber sehr schwer wegrammbar sind. Und das Problem ist halt nicht unbedingt, wenn die hinter dir sind, weil, im Normalfall kannst du denen kommen. Problem wird höchstwahrscheinlich sein, wenn die seitlich angeflogen kommen oder dir von vorne reinkommen. Weil wir erinnern uns doch alle, Most Wanted, von vorne den Rino abbekommen. Ja, das ging meistens schnell nach hinten los, wenn du nicht frühzeitig ausgewichen bist. Und ich denke mal, dass wir keinen Speedbreaker haben. Dementsprechend müssen wir jetzt selber Reaktionen haben. Also wenn das Ding frontal auf uns zuballert und wir den voll mitnehmen, ja, dann liegt unser Auto höchstwahrscheinlich auf dem Dach oder wir werden schneller gefasst, als uns lieb ist. Also die Dinger werden wieder richtig böse und finde ich ganz geil, dass die im Trailer halt so aufgemacht sind, wirklich wieder richtig Angst vor den Teilen bekommst. Finde ich geil. Finde ich sehr, sehr cool, dass die Rinos wieder zurück sind. Die werden auf jeden Fall wieder für gut Krawall und Ärger sorgen. Und das ist natürlich die Polizeieinheit, wie gesagt, die eingeschaltet wird, wenn die ganze Situation dann ein wenig am Eskalieren sind. Nebenbei, Funksprüche gibt es natürlich auch. Die werden je nachdem zu Straße und allem drum, wo ich gerade befindet, angepasst. Also die sind auch wieder individuell zum Bezirk, wo ihr fahrt, welches Fahrzeug ihr fahrt. Da gehen die Kopfsprüche auch drauf ein. Da könnt ihr auch ein bisschen rausfinden, ob ein Rino kommt oder ob weitere Sachen von der Polizei eingesetzt wird. Dazu gleich mehr. Das könnt ihr alles über die Funksprüche raushören. Wie damals auch bei Most Wanted, könnt ihr euch damit ein bisschen vorbereiten, was auf euch zukommt. Ja, dann noch eine weitere Einheit, die es auch schon ewig in Need for Speed gibt. Der Heli ist wieder zurück. Den gab es, glaube ich, letztes Jahr gar nicht. Der Helikopter ist wieder da. Der ist halt natürlich das Problematische. Das Ding ist so die Überbrückung. Wenn du gerade keine Cops mehr in der Backe hast, kann das Ding dich halt weiter verfolgen und natürlich dann dafür sorgen, dass wieder die Polizei dich findet und wieder die Verfolgung aufnehmen kann. Ich schätze mal, das Teil auch wieder mit Sprit und sowas Probleme kriegen wird, also nach einer Zeit dann abhauen wird und sonstigem. Aber das Teil ist halt so für die Überwachung da, um dich eben weiterhin dann im Blick zu halten, wenn irgendwie gerade du ein bisschen Abstand gewonnen hast. Dann ist der Heli, denke ich mal, so das Böseste, was du dann am Nacken haben kannst. Ja, aber wenn es dann immer noch nicht reicht, mein Gott, ja, da haben die Polizei noch ein paar andere Sachen. Die haben einerseits Straßensperren, die können einerseits massiv sein, andererseits zwischendurch auch wieder abräumbar, wenn da die Autos drin sind, kannst du natürlich durchjagen, aber das werden auch wieder massive sein, wie eben bei Need for Speed 2015, weil eben auch immer Ticket drin geschrieben wird, wenn so eine Straßensperre dich halt dazu zwingt, die Richtung mal zu ändern. Dementsprechend werden die dann höchstwahrscheinlich nicht alle durchbrechbar sein, weil sonst könntest du da einfach durchhacken, wie blöder. Das wird anscheinend nicht der mögliche Fall sein. Dementsprechend Straßensperren werden einen dann, denke ich mal, ganz schnell in die Bedrohung bringen, je nachdem, wo die platziert sind und wo sie einen dann hinbringen. Kann das schnell passieren, dass man dann in die Arme der Cops geleitet wird. Das kann also sehr interessant werden. Dann ein böses weiteres Feature sind die Nagelbänder. Die sind auch wieder zurück. Ja, nicht schön. Obwohl, die sind nicht zurück, die gab es im letzten Teil auch. Da ist natürlich wie immer, wenn die Reifen platzen, wird dein Wagen sehr, sehr schnell unfahrbar, bzw. auch sehr langsam. Und meistens heißt so ein Nagelband Schnellverfolgungsende, weil du da nicht mehr wirklich weit kommst. Ich glaube, in Tankstellen könntest du reparieren, aber ja, meistens kommst du nicht so weit. War bei Need for Speed Most Wanted auch so. Nagelband heißt meistens Verfolgungsjagd zu Ende. Deswegen da gut auf den Funk aufpassen und gut die Augen aufhalten. Nagelband sollte man, so gut es geht, umfahren, bloß nicht mitnehmen. Das kann einem schnell die Verfolgungsjagd ändern. Dann eine neue Sache, die sie drin haben. Oh, nicht ganz neu, aber ist wie eine MP, der Killswitch nämlich. Und wenn die Polizei den auf dich anjagt, also erstmal wirst du damit anvisiert, das kriegst du also mit, kannst dementsprechend dieser Waffe noch ausweichen. Wenn sie dich aber trifft, dann wird eine kurze Zeit dein Motor und dein Fahrzeug deaktiviert. Also du bist dann fahrunfähig, die Karre nimmt kein Gas oder sonstige mehr an und du musst halt eine bestimmte Zeit lang warten, bis du dein Fahrzeug wieder fahren darfst, was natürlich schnell dazu führen kann, dass du in der Zeit eingeboxt wirst und dann dementsprechend die Volksjagd zu Ende ist. Wenn ihr anvisiert wird,
Könnt ihr das aber noch abweichen, indem ihr ausweicht oder eben der Cop, der gerade in diese Waffe einsetzt, indem ihr den rammt. Ihr werdet also sicherlich Bescheid bekommen, ey, der und der Cop hat gerade Visier auf dich und dann kannst du eben da noch gegen agieren, indem du dir den halt vorknöpfst und noch rammst und sicherlich auch, wenn du den Killswitch auf deinem Fahrzeug hast, kannst du den Cop, denke ich mal, noch rammen und also so weit halt noch rammen kannst, weil die Karre ja in dem Moment nicht mehr fahrfähig ist. Ja, und kannst den Killswitch dann wieder von dir abwenden. Finde ich ganz cool, die Funktion. Hat so ein bisschen was von Too Fast and Furious damals auch. In der Verfolgungsjagd auf der Autobahn haben sie ja auch einmal schön EMP bekommen und dann hat sie die Karre deaktiviert. Und so ähnlich wird das auch sein. Außer, dass wir nicht so einen Haken bekommen, sondern einfach per EMP-Schuss wird die Karre dann halt deaktiviert. Das ist also auf jeden Fall auch böse. Also alles Sachen, die schnell eine Verfolgungsjagd beenden können, wo man auf jeden Fall aufpassen soll. Ich denke mal, der Killswitch wird relativ spätestens in Verfolgungsjagden eingesetzt, nicht direkt am Anfang, weil der ist schon relativ stark. Weil wenn du den halt abbekommst, dann ist halt erstmal Ende. Dann haben wir noch, gibt es auch Verfolgungsjagd-Events, also Verfolgungsjagden können einfach so stattfinden, natürlich standardmäßig, aber es gibt auch sogenannte Bait-Crates oder sogenannte Critter-Boxen und das sind halt Events, wo du Verfolgungsjagden machen musst, ich schätze mal, wo du bestimmte Boxen, wie es halt hier heißt, zu einem Ziel bringen musst, währenddessen startet aber eine Verfolgungsjagd und du musst halt das Ziel abliefern, so wie das in einer bestimmten Zeit erreichen, also es geht darum, nicht geschnappt zu werden und es in der Zeit zu schaffen, das soll aber dann eben dementsprechend eine Belohnung geben, also diese Bait-Crates sollen anscheinend relativ hoch belohnt werden und damit solltet ihr dann ruhig schon ein bisschen Cash und ein bisschen Teile bekommen, dementsprechend lohnen die sich anscheinend, werden aber, denke ich mal, ein bisschen härter sein, ich schätze mal, da wird auch ein bestimmter Kopf-Schwierigkeitsgrad dann immer vorgesetzt und sonstigen, das kann auf jeden Fall ziemlich geil werden. Ja, ich muss sagen, sowas jetzt erstmal geschrieben haben zu den Cops, klingt das schon ziemlich fett. Beim letzten Teil war ja einfach nur, ja, die sind realistisch. Jetzt sind sie wieder da, wo wir hinwollen. Wir wollen richtig asoziale Cops, die dürfen uns richtig schön fettig machen. Nicht so wie bei Need for Speed Rivals, die waren assi. Aber wir haben trotzdem noch relativ realistisches Cop-Line-Up von den Fahrzeugen her. Finde ich also ziemlich cool. Sie haben ein paar Waffen, die sie nutzen können. Wir haben leider keine Waffen als Racer. Wir müssen uns da komplett per Fahrskill wehren. Aber das kann auf jeden Fall ganz geil werden. Schreibt mir doch gerne mal eure Meinung zu dem Thema in die Videoschreibung. In die Kommentare könnt ihr es gerne schreiben. In die Videobeschreibung wird schwer. Und würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Ich freue mich auf jeden Fall mega drauf, weil die Verfolgungsjagden fand ich damals bei Need for Speed einfach mega fett, mega geil. Die haben echt Laune gemacht, weil man muss wann mein Lieblingsteil am Spiel. Dementsprechend wäre schön, wenn das wieder auch bei dem Spiel der Fall sein könnte, weil das war bei Need for Speed 2015 leider nicht. Da war ich sehr enttäuscht. Ich fand nämlich so Kopfjagden echt cool. Dementsprechend geht das, denke ich mal, in die richtige Richtung. Im Trailer sah das auch schon ziemlich fett aus mit dem M5 und allem. Das kann also auch, denke ich mal, dann im Gameplay cool werden. Und ich bin mal gespannt, ob wir dazu Gameplay zeigen können. Und wie das dann im richtigen Spiel aussieht, weil es war ja alles gescriptet, der Trailer natürlich. Aber ja, schauen wir mal. Das war es auf jeden Fall für mich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.